Moin, moin, da sind wir wieder im Wald. Hallo. So, ja, jetzt wieder bei mir. Wir sind mitten in der Pampa. Okay, hier ist da unser Dorf, also es geht noch, so weit sind wir gar nicht weg. Habe halt hier so diesen Pissbogen gemacht, ein paar Sachen gefunden. Hier Packeismumpels, Spinnenspawner, Kultisten, neben der Hütte. Und jetzt geht's erstmal durch den Wald, weil ich immer noch keinen gottverdammten Salat gefunden habe. Das geht mir richtig auf die Nerven. So, weiter geht's. Ein Ja, Bärchen. ich geh mal die Hühnchenfutter füttern. Kräutergarten. Cool. Was haben wir da gefunden? Essbare Wollen wir Wurzeln. unsere Erntemaschine stehen lassen? Willst du die umbauen? Ja, wenn nicht, hätte ich gesagt, machen wir halt ein normales Feld von, wenn das eh nichts bringt, was wir hier gemacht haben. Ja, stimmt wohl. Aber ich würde zumindest... Ich lasse sie erstmal Lass sie stehen. erstmal so stehen. Wir haben jetzt genug zu tun. Wir können die später immer noch mal umbauen. Ich hätte mich eher Ich gesagt, jetzt auch. dass wir draußen dann größere Felder noch anlegen. Ja, das sowieso. Age of Empires und so. Ah, Meinst du Mist, wie mit... ist ein Hühnchen vermehren überhaupt? Und Weizen Mit ist es Samen, nicht. Weizensamen. Ach, einfach die Eier aufsammeln, ne? Nee, die Samen. Also die Eier kannst du auch aufsammeln, aber ansonsten nimmst du einfach die Weizensamen und fütterst die damit. Okay. Irgendwelche Höhlen hier. Nein, ich will nicht in irgendwelche Höhlen. Die sehen aber Ah. ziemlich gut aus. Ja, kurzen Blick werfen wir rein. Schicke Höhle, schickes Zeug. Ist mir egal. So. Sie, was ich haben will, ist Salat. Verdammt nochmal. Ja, das kann dauern, du, bis wir da richtig Federn bekommen. Ja, es geht eigentlich. Ich sag, wenn wir die ordentlich hochziehen, ist das relativ fix gemacht. Ruhe Gut, dann da. erweitere ich auch erstmal die Schmiede. Mach das. So, was haben wir hier? Das ist Milchbretling, brauchen wir nicht. Kürbisgarten haben wir mittlerweile alles. Dazu brauchen wir den Scharisel. Isel. Den Scharisel Oh, wo und sind wir denn hier? Listone. Ja, diese Grünzeugpampe hier. Ist das hier ein Strauch? Bin ich denn hier rausgekommen? Oh, ach so, deswegen. Ja, da brauchen wir nicht lang gehen. Im Winterbinum gibt es garantiert keinen So. Gartenzeug. Schwefelglockenblume. Was es nicht alles gibt, du. Eben noch an der Oberfläche ein bisschen Goldkies gefunden. Fand ich ganz cool. Habe ich erstmal abgebaut. Und gut, dass du mir dieses Multi-Ding gemacht hast. Damit kann man fast alles schön weghauen. Hier die Hacke. Die Ho, oder Jo. ich jetzt? Ja, die Superholder. Hier in der Seite. Was ist das? Hä? Wie kommt der denn da hin? Hier. Pass auf. Hier ist. Mitten neben dem Wald beginnt das Schneebinom und unter dem einen Baum ist ein Wüstengarten-Set. Das kommt eigentlich nur in der Wüste vor. Ja, keine Ahnung. Ist Kaktusfrucht drin. Weißt du, Ups. aber so ein Scheiß finde ich in dem Schneebinom. Aber glaubst du, ich finde meinen Salat? Okay, ich baue auch noch mal eine normale Axt. Der Doch zu Lumber-Axt hier heftig. irgendwie zu arbeiten ist zu krass. Dann Ja, haut das er ist mal nur. hier eben die ganzen Tische weg und so. Ja, das ist nur Das ist ja fürs dann nicht Abbauen Sinn gut. der Sache. Ja. Ja. Kräutergarten, was haben wir jetzt? Ah, ich habe Kaffee gefunden! Und Sellerie. Geil. Ja, allein für die Kaffeebohnen hat sich schon gelohnt. Oh, dann kann ich ja Kaffee brauen. Axt-Head und Händel. Sehr schön. Axt-Head. Oh, Ruhe da, du Wildschwein. Und Fresse. Händel müsste dann das sein. Nee, da lang. Schwupp, 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 schwupp. Ja, sehr schön. Dann wird ja gleich der Kaffee angebaut. Und wenn wir das nächste Mal morgens um 6 Uhr zocken, dann kriegst du erstmal ein Käffchen von mir. Geil.
Ja, bist du gleich wieder wach. Aber ich habe hier. Hoffentlich ist das nur ein Obelisk oder sind das doch noch Kultisten? Hm. Schleichen wir uns mal an. Ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen Pennern jetzt anzulegen. Ich weiß nicht, ich bin. Oh, nee, es ist nur ein Obelisk. War unter denen irgendwas? Unter den Obelisken? Nee. Nope. Ja. Ja, so ein Obelisk brauche ich auch nicht einzeichnen, oder? Oder soll ich? Tja, weiß ich nicht. Wenn man da nichts mitmachen kann, dann nicht. Gut. Dann lassen wir das. Mist, ich hätte mal meinen... Obwohl, nee, ist auch... Im Wald reiten ist so auch beschissen. Da ist zu Fuß ja sogar schneller. Oh, eine Schlange. Ein Schlauchding. Bärenbusch. Ey, das gibt's nicht. Wie war das mit dem Auto-Repair? Muss unten in der Leiste sein, aber nicht in der Hand. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Ding... habe ich gar nicht draufgehauen. Sorry, weiß ich nicht mehr. Ich wollte es auf dieses eine Teil draufhauen, habe es aber nicht gemacht. Gut, musste selber einmal austesten. Ich lasse es einfach mal unten in der Hotleiste. Kräutergarten. Dann mehr schauen. So, Cobblestone. Ingwer haben wir jetzt auch. Sehr schön. Nee, das gibt's nicht. Und es wird schon wieder dunkel. Geil. Ja, die Kürbisgärten brauche ich halt nicht. Oh, ich bin schon fast wieder da. Cool. Dann kann ich auch nach Hause gehen. Ich gucke noch einmal kurz runter, ob ich hier was finde. Wäre natürlich auch bitter, wenn das... Ja, direkt neben der Hütte ist ein Apfelbaum. Oh, ciao, da machen wir eine Audio-Repeater richtig kacke. Nee. Was ist neben der Hütte? Ein Birnenbaum ist hier auch und ein Apfelbaum. Äpfelbäume cool. Haben wir ja, aber jetzt haben wir auch noch Birnen hin. So, was macht bei dir Mumpitz? Die Audio-Repeater oder was? Ja. Da muss ich mir definitiv was überlegen. Oh, oh. Aber du nimmst ja sowieso. Ja. Auf. Und es sind ja eh deine Folgen demnächst. Noch eine Kastanie, cool. Ah, verdammt, wo war jetzt die Hütte? Ah, ich gehe noch in die richtige Richtung, sehr gut. Ein Löwe. Da ist das Dorf. Uhu. Du sagst, mein Turm ist gar nicht schlecht, den sieht man dann doch noch recht weit. Ja. Ja. Schon wieder den Knöchel verstaucht. So. Dann erstmal wieder rinnen. Ja. Hast ganz viele tolle Sachen gefunden, aber natürlich. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Lauf, Forest, lauf. Ja, aber natürlich nicht das, was ich brauchte: den Salat. Dann schade. Weißt du, da will man sich mal gesund ernähren und das klappt halt einfach nicht. Einfach den Schund wegfuttern. Oh, da hat einer die Tür abgerissen. Was ist das denn hier für ein Pflasterstein? Französische Pflastersteine. Teile. Cool. Mhm. Sieht gut aus. Nur das Beste hier für uns. Auf jeden Fall. Sieht sehr schnieke aus. Oh, was haben wir noch, was weg kann? Hier so eine Gurke. Ich esse auch immer die Gurken komplett am Stück. Die Birnen brauchen wir für die Dinger, für die Birnenbäume. Ach, den Winterkürbis, der kann auch weg. Aber auch mehr als genug. Dann den Plunder erstmal kurz einsortieren. Wohl erstmal hier in die Kiste. Ingwer. Senfkörner. Gewürze. Senf und Gewürze haben wir hier schon. Senf. Gewürze. Oh. Da muss ich kurz hin. Wir sehen uns gleich wieder. Genau. Bis dann. Ciao. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Genau. Einsortieren.
Essbare Wurzeln. Hier weitermachen. Dahin. Sellerie haben wir, glaube ich, auch noch nicht. So. Die Kaffeebohnen, ganz wichtig. Und die Kaktusse-Frucht. Kaktusse? Das haben wir hier im Essensbeutel noch drin. Ah, nichts Wichtiges. Ah, doch, Süßkartoffeln. Die hatten wir vorher auch noch nicht. Sehr schön. Süßkartoffeln. Om, yom, 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 yom. So, Teeblätter kann ich eigentlich auch schon. Doch, habe ich schon einsortiert. Sehr gut. Und die Birnen. So. Genau. Goldkies bringe ich dir gleich rum. Oder den Rest. Ah, mal Essensbeutel auf hier. Weg, weg. Passt schon. Ja, gut. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, Salat zu suchen. Würde ich sagen, starte ich mal mit Tinker durch. Tinker sag ich schon. Ah, oh, Taumcraft. Taumcraft, Leute. Taumcraft, genau. Also ich musste schon ein bisschen was machen, damit ich mich einlesen kann. Wie gehe ich eigentlich jetzt hier rein? Ist egal, machen wir erstmal von hier aus. Und zwar Plunderbeutel. Ich habe auch schon ein bisschen was gesammelt, was wir wahrscheinlich brauchen werden. Das Wichtigste ist erstmal ein Zauberstab. Und dazu nimmt man einen Stock und dann braucht man für einen ganz einfachen Eisen hier Tropfen. Damit man so eine Kappe machen kann. Weil wie man sieht, der Zauberstab hat rechts und links so eine kleine Kappe oben drauf. Die Kappe. Genau. Und dann kann man auf so ein Bücherregal klicken. Ich mache es jetzt nicht. Sonst ist das Bücherregal nämlich weg. Und dann kriegt man hier das Taumonikum. Wenn das aufschlägt, wird man erstmal erschlagen mit Informationen. Und hier guckt, hier sieht man es nochmal, genau. Ja, sorry. Nein, verdammt. Also, hier draufklicken, dann sieht man, so kriegt man das Taumonikum. Das heißt, wenn man es mal verliert oder durch Sterben ist es halt abhanden gekommen, dann kann das man sich. Ist das Scanding? Nee, das ist das Buch, wo alles Wichtige drinsteht. Achso. Quasi. Genau, dann beim zweiten, obwohl, genau. Hier. Das sind vor allem erstmal die Taumaturgie. Hier sieht man jetzt nochmal, wie man den Zauberstab herstellt. Das heißt, wir brauchen so eine Eisenkappe. Durch 5 Eisennuggets, geformt wie ein Helm. 2 Stück und so einen Stab. So, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Sehr gut. Ja. Den ganzen Taumcraft-Kram wollte ich dann erstmal in die Kirche setzen. Vielleicht noch so unter der Kirche noch so einen kleinen, oder einen sehr großen Raum später. Weil, was ich so gesehen habe, artet das dann doch recht schnell sehr weit aus. Aber ich habe gedacht, so für den Anfang ist das vielleicht ganz cool, wenn das Ganze so hier in der Kirche ist. Oh, machen wir jetzt mal den Kobbel weg. Damit wir hier richtig Platz drin haben. So. Ja, genau. Das haben wir schon mal geguckt. Dann müssen wir zuallererst erstmal einen Tisch bauen. So, brauchen wir Holz und die Nadeln. Holz habe ich dabei. Crafting Table. Nein, das war der Atlas. So. Holz hat er dabei. Darum ist der Holz so frei. Ja, das ist richtig, Günther. Aber wie gesagt, Holz habe ich. Crafting Table ich machen wir Holz. Auch. Den braucht man immer. Auch Holz. So, dann. War normales Holz. War das nicht so? Das heißt, die Lumber-Ex wird da ausgepackt. Genau. Mach das. So, wir brauchen davon aber gleich ein paar mehr. Ich denke mal, mit dreien kommen wir erstmal klar. So. Und zwar. Kann ich die alle schon mal abreißen, oder? Ja, die kannst du weghauen. Rechts habe ich so einen Erdkäfig gemacht. Da ist mein Hottie drin. Das kannst du gerne irgendwie umbauen, aber bitte aufpassen, dass das Pferd nicht unbedingt abhanden kommt. Haben wir nur einen Sattel? Ja. Okay. Müssen wir halt demnächst mal angeln. So. Also jetzt mit den Zweien müssten wir jetzt eigentlich einen Forschungstisch haben, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Forschungstisch. Wird hergestellt, indem man 2 Tische nebeneinander platziert und mit dem Schreibwerkzeug auf sie klickt. Ah, genau. Das Schreibwerkzeug machen wir als nächstes. Wir brauchen aber noch den Arkanentisch. Ich weiß nicht, ob wir auch noch einen normalen brauchen. Ah, was soll's. Machen wir 4. Dann haben wir alles einmal. Besser ist das. Das ist geil, ey, mit diesen Werkzeugen. Auf jeden. So, kommt hier jetzt der Verzauberungstisch hin. Zack. Und hier kann man jetzt Verzauberungssachen herstellen. Damit das aber funktioniert, muss man immer den Zauberstab hier oben reinpacken, sonst klappt da gar nichts. Ich mach mal das Cheeseburger raus. So.
Das haben wir. Den Zauberstab habe ich auch schon ein bisschen aufgeladen. Oh, was das jetzt oben genau ist, weiß ich jetzt auch nicht zu 100%. Aber den lädt man halt auf, indem man diese komischen schwebenden Dinger mit dem Zauberstab absaugt. Ich weiß gar nicht. Hat, doch, genau, wir hatten hinten einen. Das zeige ich nochmal ganz kurz. Das ist auch ein anderer. Du siehst mit deiner Eisenrüstung so ein bisschen aus wie so ein Sturmtrubler. Und da hinten ist schon wieder ein Werwolf. Wow. Hinten beim See. Tatsache. So, ich glaube, okay, soll ich mal das Glück probieren, ob wir hier irgendwie Saplings rauskriegen aus diesen Ancient-Dingern? Ja, mach doch. Gut. So, wo war denn das Teil? Irgendwo hier war das. Ich guck mal, ob ich es spontan finde. Ein Sapling habe ich schon mal. Ansonsten davon gibt es halt auch ein paar mehr, die irgendwo rumschweben. Weißt du noch, wo so ein Fliegeding war? Ich meine, das war irgendwie hier rechts hinter der Hütte. Hä? Hinterm Dorf. Okay, weiß er auch nicht mehr. Fliegeding? Was ist ein Fliegeding? Hier, so eine Aura-Note. Also hier haben wir eine Aura-Note. Rechtsklick drauf und ja, hier haben wir sogar zwei verschiedene Sorten. Deswegen das Grüne steigt und das Gelbe. Ich habe aber noch nicht genug. Oh, und sogar das Rote unten. Cool, die ist richtig gut. Ich lasse das mal lieber. Weil wenn man zu viel absaugt, dann werden die auch leer und können auch verschwinden. Man kann später noch Sachen erforschen, wo man dann sehen kann, wie viel das ist und auch... Man kann dann... Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wenn ich jetzt hier meinen Salat rauskriege, dann kotze ich aber im Quadrat. Okay, das wäre cool, aber... Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, zum Glück kein Salat, aber war halt jedenfalls nicht dabei. Kannst du bitte trotzdem mal im Quadrat kotzen? Willst du das? Klingt irgendwie cool. Naja, du machst ja zuerst so eine quadratische Form und da kotzt du dann rein. Das lässt du trocknen. Ach so, das ist ja langweilig. Ja, Profis können das auch gleich... So ein Quadrat halt, so aus dem Mund raus, so ein Quadrat, weißt du? Ach so, nee, nee, das klappt so nicht. Du kannst höchstens das so lenken, dass du eine quadratische Form kriegst. Sehr gut. Dann kann die neue Allee starten. Ja. Was hat man für einen Abstand... Ja, machen also wir mal genau. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, denn 2, 3, 4, 5, so, geil. 7, grundsätzlich erstmal 7. So. Genau, wofür brauchen wir das Zeug überhaupt? Damit wir irgendwas überhaupt machen können, brauchen wir immer diese Arkanenergie. Das ist das halt oben links in der Ecke. Gibt's halt, ich kann es mal kurz aufrufen. Wo war's? Basis, nee. Da, nein, da. Nee. Ich glaube, unter einem normalen Ding. Genau, hier, Aspekte der Magie, Grundlagen. Diese vier und die beiden, das sind halt die Primäraspekte. Daraus kann man sich dann andere zusammenbasteln und die brauchen wir halt für allen möglichen Plunder und vor allem auch für die Forschung. Da gehen wir nämlich gleich drauf ein. Aber vorher... Gold haben wir, ne? Oh, 5 Settlings, ja, Gold das haben wir. Genau, wir bauen uns erstmal einen Taunometer. Ich baue dir auch gleich eins mit am besten, ne? Ja. So, das heißt, wir brauchen... 4 Gold, 2 Glasscherben und 4 irgendwas Scherben. Die können wir eigentlich auch gleich mal abholen. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Haben wir noch irgendwo diese fertigen Regale rumfliegen? Vom Lager? 5. Nein. Ich glaube nicht. Hast du alles gebraucht? Wenn dann nur kleine. Würde mir reichen, ich brauche nur kleine eigentlich. Ah, wenn dann, im Werkzeugraum. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich guck einmal durch. Vielleicht habe ich die auch alle verbaut. Da haben wir zumindest schon mal Glas, das ist schon mal schön. Hier, den Plunder erstmal weg in die Mumpitzkiste. Goldkies kommt gleich in die Schmiede. Hier haben wir Obsidian. Was haben wir hier drin? Ah, da haben wir sie doch, perfekt. Die Vierer, super. Ja, waren noch welche da? Mhm. So, okay. Dann sammle ich auch mal die Scherben alle ein. Oh. Dann kommen die nämlich alle in die Dings. Gold. Da brauchen wir 1, 2. Habe ich überhaupt noch Platz? Nein, natürlich nicht. Oh. Ich habe wieder zu wenig weggepackt. Hier, die Knarre brauchen wir auch gerade nicht. Als angehender Magier braucht man keine Pistolen. Obwohl,
Ah, nehmen wir ein bisschen mehr Gold mit. Was wir haben, haben wir. So. Ich sammle gleich noch mal ein paar Bücher ein. So ein Bücherregal macht sich ja in so einer Magierhütte eigentlich auch nie verkehrt. Ja, was haben wir? Neune haben wir erstmal vorgesorgt. Und wo habe ich es denn? Ne, das war der Atlas. Ah ne, das habe ich ja schon eingesteckt. Sehr gut. Denn wir hatten bei dem einigen das Buch hier gefunden. Es ist auf jeden Fall auch von Tomcraft. Ich weiß noch nicht, was man damit machen kann. Das sind wohl so die... Welches Buch denn? Karmesin-Riten, ja. War von den Kultisten, glaube ich, ne? Ja, genau. Weil die Kultisten gehören halt auch irgendwie zu Tomcraft und machen halt auch mal irgendwie Mumpitz. Ja, ich bin mal gespannt, was mit denen noch so ist. Ja, ich auch. So, den lassen wir auf jeden Fall frei. Oh, verdammt. Ich mach schon wieder Plunder. Wo haben wir denn Bruchstein? Hast du noch normalen Bruchstein rumfliegen? Ja, in der Tat. Geschisse 62. Brauche ich auch nicht mehr. Cool, werf mal ein paar rüber. Warte, ich komme zu dir hin. Hallo. Kotzt da mich erstmal voll die Drecksau. Mann. So ein Ferkel aber auch. Ich wollte halt im Quadrat kotzen, aber ich kann das leider nicht. Warum? Das waren doch quadratische Blöcke. Ja, stimmt. Also von daher hast du es eigentlich schon recht gut hingekriegt. Kann man jetzt erstmal so nicht meckern. Ne, ich habe hier nur schon mal das Loch gemacht, weil da später der Weg nach unten wird, sein wird. Ich würde sagen, das Lager bauen wir erstmal hier oben hin. Das wird mir bestimmt in 10 Minuten auf den Sack gehen, dass ich immer hoch und runter muss. Aber naja. So. Zack, zack. So, ja, stimmt. Zack. Sollte vielleicht erstmal reichen. Und so. Wie ist denn eigentlich die Zeit? Hast du mal geguckt? 12. 12? Ja. 12 Folge meinst du jetzt? Ja, aber wir haben ja einen Cut gemacht, deswegen. Ach so, du hast auch einen Cut gemacht? Super. Ja, ich habe auch einen Cut gemacht. Okay, dann machen wir noch 5 Minuten und zur Not für die Folge halt mit Überlänge. Okay. Ja, mach wie du denkst. Also es ist ja eh nur ein Richtwert. Ja, ist alles okay. Aber wenn das halt stimmig ist, dann mach lieber länger. Ja, das passt schon. So, wir nehmen für das Dings die Luft... Ding. Ich glaube, das müssen wir auch in dem Magie-Crafting-Table bauen. Den Taumeter. Man kann damit Sachen skinnen. Ich meine das. Wir machen das einfach hier, besser ist das. Okay, 2 Gold. Kann alles Mögliche damit scannen. Nee, wo ich das bauen muss, ob das halt im normalen ist oder... Nee, es kommt auf jeden Fall im Crafting-Table raus, das ist schon mal schön. Dir baue ich gleich einen mit. Geil. Eigentlich könnte ich hier auch... Bringt das richtig was, bei der nächsten Reise. Auf jeden Fall. Ach cool, die Sachen bleiben sogar drin, das ist nice. Das ist mal richtig geil. Oh. Warte, ich schmeiße gleich dein Teil rüber. Nein. Und ja, pack in die Schmiede unten rein. Ich bin hier gerade auf dem Dach am Gange. Von der Schmiede. Cool. Also jetzt kann man hier Sachen scannen. Aber nicht alles. Grasblock. Um dies zu verstehen, musst du Pflanzen studieren. Okay. Gras. Musst du Quellen des Lebens studieren. Fackel. Ha, cool. Also man kann noch nicht alles sofort erkennen. Aber einiges. Und jetzt sieht man halt auch, wo was drin ist. Cool. Kies. Mumpitz. Nochmal Kies. Cool. Treppe. Da ist eine Pflanze. Macht er das? Keine Ahnung. Nichts kann hiervon gelernt werden. Okay. Oh.
machst du da? Ich will die Holztür scannen, aber... Ach so. Okay. Ja, also alles kann man nicht scannen. Nee. Aber also am besten gehen Blöcke halt. So wie Steinblöcke jetzt oder so. Jetzt bleib mal stehen. Oh. Nichts kann hiervon gelernt werden. Schade, Palte. Ja. Gut, ich schmeiß dir dann... Das ist sinnlos. Das hätte ich da vorne rein sagen können. Nee, ich wollte es ausprobieren. Ich schmeiß dir ein Taumometer mal da rein. Ein paar Holzblöcke habe ich auch eingesammelt. Die kriegst du auch wieder und die Stufen. Ja, dann lasse ich dich hier mit deinem Elend alleine. So, wir haben den Scanner. Was scannen wir noch? Das scannen. Das ist gerade ziemlich entspannt. Sehr gut. Oh, ich guck mal, ob ich die Tiere scannen kann. Irgendwie habe ich jetzt gerade Bock drauf. Kann ich Wasser scannen? Wieso? Hast du das Wasser aus dem Brunnen geklaut? Ich habe gar nichts gemacht. Oh nee, ach Quatsch, sorry. Ich bin unschuldig. Ja, bist du auch. Durchs Taumeter ist nämlich kein Wasser drin. Das ist cool. Da kannst du richtig runtergucken, bis auf den Grund. Voll geil. Ja, somit kann man dann auch gut die Meere absuchen nach Tempeln. Durch das Ding durch. Irgendwie muss ich noch mehr Pflanzen studieren. Dann machen wir das doch. Hafer. Nö. Ich teste ihn noch ein bisschen rum, aber nicht mehr lange. Lastscheibe noch gucken. Nö. Was gibt's denn noch hier auf der Schnelle? Probieren wir erstmal mit dem Laub. Auch nicht. Oh, es regnet. Das Bücherregal probiere ich mal. Das interessiert mich ja jetzt. Sieht nicht so aus. Oh. Ah, cool, mit Shift, dann klickt er auch nicht die Sachen an. Okay, kann nichts gelernt werden von. Die Glasscheibe haben wir. Eichenbretter. Geht, glaube ich, auch nicht. Den Amboss. Okay, geht auch nicht. Na, so ein bisschen was haben wir ja schon. Den Mohn, das war, glaube ich, auch nichts. Hier, weiße Blumen. Auch nicht. Hühnchen. Musst du Quellen des Lebens studieren. Versenkte Ziegel. Geht das wenigstens? Nein. Geister studieren. Aha. Und man sieht schon, man muss hier eine ganze Menge studieren. Ich weiß noch nicht, warum ich mit dem Ding vor dem Kopf immer noch rumlaufe. Ist halt so. Und das Teil. Ja, mit dem Taumeter. So, den Atlas brauchen wir erstmal nicht. Oh, mein Plunderbeutel. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Scherben und alles. Tinte habe ich auch. Dann können wir, glaube ich, schon mal... Genau. Nächster Punkt ist nämlich, wir müssen forschen. Dafür haben wir nämlich den Forschungsbaum. Nein, so. Und dafür brauchen wir... Wo ist es? Da oben. Ja, für Forschen, bla 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 bla. Das Ding haben wir, damit können wir uns nämlich jetzt Sachen angucken. Brauchen wir das hier, also eine Glasfiole, Tinte und, verdammt, wir brauchen Federn. Glasfiole. Ciao. Ton und Glas. Okay. Ja. Dann machen wir jetzt hier kurz einen Cut. Und ich mache eine Kutte und dann gucke ich mal nach Federn und so. Aber das in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin. Ciao.